von 6-1. Ja, beide Kämpfer mit einer exakt ausgeglichenen Quote von 1,85. Entschuldigung. Lightweight bout that is scheduled for 3 5-minute rounds. Let me introduce you both fighters. First, we start in the blue corner. He is 29 years old. He stands 182 centimeters tall and he weighs in out 72.4 kilos. He represents Gorilla MMA and TKBC Prague. And his coaches in his corner are Zdeněk Švamberg, Josef Král and Ivan Ilinski. He has a professional record of 10 fights, 6 wins and 4 losses. Fighting out of Czech Republic, Natoš Mighty Ruse! Ja, Matoš Kohut wird hier gefeiert. Ja. Von den Fans bei der Introduction. Und das nicht zu knapp. He's 26 years old. He stands 178 centimeters tall and he weighed in at 72.6 kilo. He represents Octagon Team Czechin and the coaches in his corner is Michal Mankiewicz. He has a professional record, 7 fights, 6 wins and only 1 loss. Former champion lightweight Octagon MMA, fighting out of Poland, Mateusz Dynamite Legierski. Also Legierski wirkt deutlich angespannt und fokussiert. Hat einen ganz starren, leeren Blick in seinen Augen, mit dem er seinen Gegner hier anschaut. Ja, man muss natürlich dazu sagen, wenn man von einer Niederlage kommt, man hat lange darauf hingearbeitet, diesen Zustand endlich zu ändern. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo er dazu die Chance hat. Kann Matoš Kohut hier seine Siegesserie weiter ausbauen? Oder ist das hier Mateusz Legierskis Weg zurück hier in den Oktagon-Käfig und ins Titelrennen? Ja, Kohut bewegt sich schön, das gefällt mir. Legierski macht direkt Druck nach vorne. Kohut wirkt im Vergleich, als wäre er der etwas größere oder etwas stärkere von beiden. Finde ich, also der sieht von seinem physischen Umfang her etwas massiger aus, auch wenn er austrainiert ist wie ein Bodybuilder. Legierski hat beide Underhooks. Arbeitet für ein Outside-Trip. Muss jetzt eigentlich hier sein rechtes Bein reinbringen, wäre eine Möglichkeit. Ja, und das macht er. Hat es noch nicht ganz hinbekommen. Hier bei dieser Position mit dem linken Bein. Der Hüfte kontrollieren, aufzuladen. Beide sind separiert. Und starten wieder im Striking Department. Ja, Kohut lehnt sich ein bisschen arg in die Schläge rein. Also er wirkt, als käme er etwas aus der Balance, wenn er mit den Schlägen nach vorne geht. Oh, schöner Takedown jetzt hier von Legierski. Der greift auch weiterhin die Hüfte. Gemacht, ist schon über die Mount. Über die Beine drüber in die Mount. Klasse gemacht hier. Und das wird jetzt richtig unangenehm für Matoš Kohut. Denn der wird hier auf dem Boden ein bisschen platt gepresst. Ja, für Kohut gilt es jetzt, die Hände in die Hüfte zu bringen. Die Hüfte in Bewegung zu bringen, die Knie zum Oberkörper zu bringen und somit die Position zu verbessern. Und wieder einen Fuß von Legierski zu kontrollieren. Das kann ihm helfen. Legierski macht sich hier schwer. Der weiß natürlich auch, dass er eigentlich noch alle Zeit der Welt hat. Denn wir haben noch nicht mal die Hälfte der Rundenzeit. Und Kohut befindet sich schon mit beiden Schultern auf den Boden gedrückt. Oh, hat die Möglichkeit, hier in das Submission anzusetzen. Kriegt er die Triangle? Ja, die Triangle ist das eng. Das sieht gut aus. Kohut muss jetzt poachen. Die Triangle hat sich wieder geöffnet. Ja, also die Triangle ist nicht mehr ganz eingeschlossen, jetzt aber hat immer noch die Möglichkeit für den Armbar.
Oh, aber gut verteidigt hier von Matos Kohut, der diese Submission-Ansätze auch direkt mit kurzen Schlägen aus der Oberlage bestrafen will. So, jetzt bin ich gespannt, was Kohut aus dieser Position macht. 2 Minuten noch auf der Uhr. Und Ligierski weiterhin gefährlich aus der Unterlage mit Armbar versuchen. Schiebt ihn hier weg. Oh, gut gemacht. Oh, starkes Knie zum Kopf hier von Matos Kohut. Und die Deckung bei Ligierski ist ein Stückchen höher gewandert, seit er diese 2 Schläge und das Knie abbekommen hat, nachdem der Clinch sich gelöst hat hier. Ja, und Ligierski bringt ihn wieder an den Cage. Ligierski macht es sehr schön, wenn diese rechte gerade mit dem Step-In kommt, dass er mit diesen Double Underhooks kontert, dann den Clinch sucht, für den Takedown geht. Das ist ein gutes Mittel für einen Striker. Es könnte eventuell sein, dass der Referee die beiden gleich vom Käfig wegholt. Kohut versucht sich hier Platz zu schaffen, indem er Schulterstöße nach vorne drückt, damit er sich hier wieder in eine bessere Clinch-Position reinmanövrieren kann. Und auch Ligierski drückt hier wieder mit dem Kopf gegen den Kiefer von Matos Kohut. Er versucht jetzt hier seine Hüfte nach links rauszubringen und seinen Gegner zu drehen. Aber das ist ihm noch nicht ganz gelungen. Und beide wieder im Stand auf der langen Distanz. Gut, fintiert, täuscht den Angriff an, aber setzt dann nicht nach. Kohut wartet die ganze Zeit darauf, dass er Ligierski auskontern kann, aber der macht diesen ersten Schritt nicht. Dann hat man dieses Phänomen, dass man 2 Konterkämpfer hat, die sich gegenseitig kontern wollen und dann erstmal ganz lange Zeit nichts passiert. Ja, hier schöne sportliche Geste. Direkt nach dem Gong abgebrochen, sich die Hand gegeben, weil er zu spät gezündet hat. Ja, das Respekt auf beiden Seiten da. Fair Play muss sein, auf jeden Fall. Hier sieht man nochmal die Calf Kicks zu Beginn der Runde. Und hier den Eingang, nachdem er nach Leginski die rechte Hand gemieden hat, für den Double Underhook geht, den Armbar Attempt. Ja, also die Submission-Versuche auf der Unterlage von Ligierski haben mir auch in der ersten Runde gut gefallen. Hier sehen wir noch mal ein schönes Knie. Hat hier diesen Front Choke, indem er den Kopf festhält, um dann mit dem Knie auf den Kopf zu brettern. Auf die Weise haben wir auch schon einen Kampf heute enden sehen von Daniel Squall. Und weiter geht's mit dem 2. Durchgang. Ja, fängt den Kick. Schöner Konter mit dem Low Kick. Ja, und die Quote hat sich verändert. Ligierski 1,65, Kohut 2,1. Springt hier mit dem Knie rein, aber Kohut geht einfach locker lässig auf die Seite und lässt Ligierski hier einfach in den Zaun reinspringen. Ja, ich habe das Gefühl, je mehr Kohut seine Kicks auspackt, desto mehr gewinnt er hier an Selbstbewusstsein in diesem Match. Ja, diese Distanz funktioniert für ihn sehr gut, die Kickdistanz. Ja. Wenn die Fäuste eigentlich gar nicht richtig connecten und das verschafft ihm natürlich auch ein bisschen Sicherheit vor dem Takedown. Jetzt ist er geworfen worden. Wieder resultierend aus einer gemietenen Hand, die mit den Double Underhooks gekontert wurde und dann zum Wurf geführt hat. Und jetzt Ligierski macht es schön, läuft da in Richtung Beine, um die Hüfte zu kontrollieren, keinen Platz zu schaffen, sodass die Knie nicht reinkommen können.
denn das ist der erste Step für Kohut, um wieder auf die Beine zu kommen. Ja, Legierski versucht hier gerade schon in die Mount oder in die Neon Belly Position zu steigen. Hat er zumindest gerade, jetzt macht er wieder weiterhin Druck mit seiner Schulter und mit dem Oberkörper. Ja, und hier sieht man Armand Kohut, dass er auch nicht mit den Zehen als die Fingerposition sozusagen nutzen darf. Ja. Sich einhaken im Zaun. Das gilt genauso für die Zehen wie auch für die Finger. Genau, das Einhaken im Käfig ist verboten für die Kämpfer. Ja, Kohut hat hier die Halfguard. Legierski hält an dem Guillotine Grip fest. Entscheidet sich jetzt fürs Crossface und für den Underhook. Ja, deutlich bessere Position hier. Von dort aus kann er wesentlich mehr machen. Und jetzt könnte sich Legierski schon aufrichten und Schläge anbringen. Ja, Legierski hat vorhin sehr gute Erfolge gehabt in der Side Control und der Mount Position. Ja. Ich würde ihm auf jeden Fall empfehlen, für den Pass zu arbeiten. Kohut erstmal von dem Zaun wegzubringen, damit er die Cage Wall nicht nutzen kann, um aufzustehen. Und dann wirklich aggressiv für den Pass zu arbeiten, um Ground and Pound anbringen zu können. Ja, jetzt wäre zum Beispiel die Beine offen. Ja, ja, sehr schön. Und er steigt über. Jetzt ist er schon mit dem Knie über die Hüfte. Also er ist schon so gut wie in der Mount. Quarter Mount ist es eigentlich. Position rutscht nach vorne für Kohut. Kohut müsste seine Knie wieder nach zum Oberkörper hinbringen. Jetzt dafür arbeiten, dass sein rechtes Knie mit die Kontrolle übernimmt, sodass er in der Guard landet. Ja, Legierski hält hier den Mund zu, ja, sodass Kohut nicht atmen kann. Ist auch eine Taktik, die funktionieren kann. Ist nicht illegal. Man sollte die Finger natürlich von den Augenhöhlen entfernt lassen, um einen sauberen Kampf zu gewährleisten. Ja, jetzt geht Legierski, arbeitet jetzt hart für den Pass. Ja, er lehnt sich wirklich mit seiner Schulter weit nach vorne, um sein Gewicht nach vorne zu verlagern. Macht Druck, um dann anschließend mit den Beinen übersteigen zu können, aber das hat noch nicht ganz funktioniert. Nutzt jetzt hier die Double Underhooks, um ihn zu pinnen. Hat einen Underhook wieder aufgegeben. Eine Minute noch auf der Uhr. Wieder kurze Schläge, jetzt vielleicht wieder die Möglichkeit in die Mount zu steigen. Aber nee, das Bein wird weiterhin eingehakt. Also Legierski drückt weiter mit seiner Schulter den Kopf von Kohut zur Seite. Kurze Schläge bringt er an, aber es ist noch nichts wirklich Gefährliches auch von Mateusz Legierski. Es ist aber auch sehr schwierig für Legierski zu posten und zu schlagen, da Kohut jeden Platz nutzt, um direkt zu scramblen. Also Kohut hat das Game des Aufstehens schon verstanden, weiß, was er tun muss. Und wartet natürlich darauf, Platz kreieren zu können, um wieder auf die Beine zu kommen. Oh. Ja, geht direkt in die Mount. Jetzt setzt er sich wieder in die Mount. Aber auch da hat Legierski jetzt nichts mehr draus gemacht zum Rundenende. Hätte vielleicht noch die Möglichkeit gehabt, ein paar Schläge anzubringen, um schon mal Akzente für die nächste Runde zu setzen. Aus dieser hohen Mount-Position kann man definitiv sehr gut mit Ellbogen arbeiten. Speziell, wenn man nur noch 4 bis 5 Sekunden hat, kann man natürlich wirklich Gas geben. Ja. Denn wenn man die Position verliert, sieht es unter keinen Umständen schlechter aus bei den Punktrichtern und lässt nochmal den guten Eindruck am Ende der Runde. Und hier sehen wir es nochmal. Der eingesprungene Kick, mit dem Legierski hier reingeflogen kam und Kohut einfach ihn ins Leere hat laufen lassen. Ja, schöner Laufgekonter. Hat er den Middle Kick zur Leber gefangen. Passiert und dann mit einem rechten Laufkick gekontert. Und Runde 3 ist auf dem Weg. Yes. Auch diese Runde natürlich für Legierski. Klasse Aktion hier von beiden Kämpfern. Wird auch von den Fans
echt wertgeschätzt bei diesem Open-Air-Event. Oh, schön. Steppt hier mit dem Seitwärtshaken rein und schließt mit dem Low-Kick ab. Das könnte... Oh! Kurzer Streifschuss hier, den Kohut mit dem Headkick erzielt hat. Jetzt hat Kohut die Hüfte unter Kontrolle von Negierski. Was kann er daraus machen? Ja, kontrolliert das Kinn. Aber Negierski landet im Single-Leg. Ja. Und durch die Rotation, ja, Kohut kommt wieder nach oben. Landet im Bodylock von Negierski. Ja, Kohut muss jetzt aufziehen mit dem rechten Arm. Aggressiv, sehr schön aus der Hüfte. Das ist der Schlüssel. Und geht direkt selber zum Rücken. Sehr sauber, gefällt mir sehr gut. Bei Kohut gefällt mir sehr gut, wenn er mal in diesen ringerischen Aspekt kommt, dass er das Ring mit initiiert, dass er die Hüfte sehr eng an seinem Gegenüber hat, an seinem Gegner und somit ja, immer gute Ergebnisse im Ringer-Department. Ellbogen hier zum Abschluss, um sich aus dem Clinch zu verabschieden. Ohohoho. Da wollten gerade beide Kämpfer ihre Aktion machen und krachen da förmlich ineinander. Und jetzt hat Negierski hier den Rücken bzw. die Hüfte unter Kontrolle. Kommt hier mit kurzen Kniestößen auf die Gesäßmuskulatur. Ja, das ist genau das Richtige, was Kohut macht. Dass er sich zu dem Gegner hindreht. Oh, schön gemacht. Ja. Hätte ihn fast abgeschüttelt bekommen, aber Negierski landet jetzt auf dem Rücken. Hat beide Hooks drin. Und 3 Minuten Zeit, um sich hier kreativ in einen Rear Naked Choke reinzuarbeiten. Ja, Negierski muss jetzt mit der Hüfte schwer sein, wirklich schwer sein. Ihn ausbrawlen. Die Arme kontrollieren, die Stützen kontrollieren. Rücken auf Rücken, sodass Kohut die komplette Last tragen muss. Ja, das ist genau das. Jetzt hat er langsam. Jetzt Double Underhooks und ausballen und dann mit Ground and Pound arbeiten und eventuell für den Choke. Ich glaube, er hat den einen Unterarm schon unter Kohuts Kinn. Das sieht gut aus. Ich glaube, der sitzt noch nicht zu 100%, aber Negierski arbeitet sich hier. Oh, und schöner das Finish. War's. Und Matthäus Negierski macht hier schon die Geste mit dem Gürtel um den Bauch. Das heißt, er will wieder um den Titel im Leichtgewicht kämpfen. Schöner Finish. Schöner Finish. Sauber gearbeitet, gute Position am Rücken. Ja, er hat die Geduld bewahrt. Und hat die Chance genutzt, als sie kam. Ja, Negierski ist hier zurück auf der Siegerstraße. Yes, er kann es noch gar nicht in Worte fassen, der freut sich immer noch. Stolziert hier mit erhobenen Armen durchs Octagon. Ja, und er sitzt da oben mit Blickrichtung zu Andrei Novotny und sagt, hey, Titelkampf, wie sieht's aus? Also, macht schon wieder Anstalten hier. Den Gürtel in der Leichtgewichtsdivision an sich zu reißen. Ladies and gentlemen, we stop this fight third round. 2 minutes 56 seconds. After Reed Naked Chokes, and the winner is coming from the red corner, Mateusz Dynamat Negierski. Mateusz, gratuluję. Dziękuję bardzo. Braga! Kocham was!
Mam dzisiaj urodziny. Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Po angielsku czy po polsku? Po polsku. No. Jakaś to była walka dla ciebie? Znaczy, nie trafiłem na pewno z formą, nie zrobiłem wagi, za co przepraszam Mateusza, ale wygrałem walkę. Nie ma co rozbierać przygotowań na części. Wygrałem, cieszę się. Do następnej walki będę tylko lepiej przygotowany. Dziękuję! Nie udělal jsem váhu, za což se Matoušovi omlouvám, ale do příští války budu určitě lépe připravený, důležitě, že jsem vyhrál. Es ist wichtig, dass ich gewonnen habe. I win and this is the most important thing. Das freut mich sehr. Jakého šoponeta sobě říčeš do další války? Welchen Gegner wünschst du dir für den nächsten Kampf? Jaké je svoje uvažení do Katy? Jesteś zadowolony z jego fightów? Możemy zawalczyć. Pieniądze na stół i nie ma problemu, ja się biję. Ptal jsem se, koho bych chtěl vidět příště, říká, no bo záleží, když dáš peníze na stůl, tak můžu se prát s kýmkoliv a říkám si si nějaké odmáze. Mir ist egal, welchen Gegner, wenn du das Geld auf den Tisch legst, ich nehme jeden. Do walkę chciałem dedykować mojej babci, która zmarła jeden miesiąc temu. I chciałbym, żebyśmy wszyscy zrobili minutę ciszy dla mojej babci wspaniałej osoby. A Mateusz říká, že tenhle zápas věnuje svojí babici, která nedávno zemřela a chtěl by Kampf seiner Großmutter widmen. Protože to byla pro něj důležitá a es war für ihn eine sehr wichtige Person. Děkujeme moc. Děkuji bardzo. Děkuji. This was for Mateusz' grandmother. She passed not a long time ago, and this is the winning of the fight was celebration in her favor. So thank you, Mateusz, and we will see you next Danke. Time. Děkujeme Mateuszovi Kohoutovi, potlesk oběma, čeká nás hlavní zápas dnešního večera. Wir bringen die beste Unterhaltung der Welt nach Deutschland. Gleich bei unserem ersten Turnier haben wir die kultige Festhalle ausverkauft, den deutschen MMA-Rekord gebrochen und jetzt geht es weiter. Diesmal könnt ihr euch auch auf den deutschen Superstar und ehemaligen Profifußballer Christian Eckerlin freuen. Oh, the left hand's dropped him. Zum zweiten Mal in diesem Jahr trifft er auf den fiesen brasilianischen Shooter De Oliveira. Ein Rückkampf, der alle offenen Rechnungen begleichen wird und beiden Kämpfern die Chance gibt, zu zeigen, wer besser ist. Wird erneut vor seinem Heimpublikum auftreten. Diesmal als Sieger des Kampfs um Deutschland. Vor den Augen des gesamten Frankfurter Publikums wird der tschechische Publikumsliebling Milos Petrášek versuchen, ihm den Sieg zu nehmen. Petrášek takes him down immediately. Wie wird das Aufeinandertreffen des besten deutschen Kämpfers und mehrfachen Champions gegen den tschechischen Elitekämpfer ausgehen? Milos Petrášek! Die Geschichte und die Mission gehen weiter. Octagon 36, 15.10. Frankfurt. Tickets im Vorverkauf bei ticketmaster.de.